Hallo und willkommen, Thunder für League of Legends. Heute mit Veigar Midlane. Und ja, aber ne, wie immer momentan, wir spielen kein normales Bild, sondern ich habe mir gedacht, wir spielen immer so eine Art Off-Tank. Noch mal Lohn. Aftershock, na, kann er mal procken. Jawohl, muss man ja procken können, ne? Sonst kriegst du automatisch eine andere Rune. Aber naja. Ja, genau, wir spielen auf jeden Fall ein bisschen Off-Tank. Weil, naja, ganz ehrlich, wir können ja eh Damage durch unsere Stacks. Wofür also Damage kaufen, ne? Plus, er geht also in Full AD, das heißt, an sich brauchen wir einfach nur Armor kaufen. Und dann, ja, reicht das schon an Tankiness. Das Ding ist, wir spielen Off-Tank, das heißt, wir starten auf jeden Fall mit Stapel Sideriders. Und dann müssen wir auch mal gucken, was ich da mache. Wie gesagt, wir schon ein bisschen Tank-Items bauen, wir ein bisschen Armor und so. Kann aber auch sein, dass das Spiel nie hochgeladen wird. Vielleicht wäre das nämlich auch ein Remake. Denn bei uns sind zwar alle da, aber der Ladebildschirm hat bei 84% hat das Spiel gestartet. Und wir waren auch eine Weile lang im Ladebildschirm, also. Du hast keine 5 Stacks bekommen da oben, das hast du nur ein Problem. Ja. Lauf nochmal rein, krieg nochmal einen Attack Comp. Den nicht nehmen. Ist trotzdem schon, Warwick gegen Darius, naja. Ja, sagen wir so, also Darius war der Last Pick und unser Warwick wird eigentlich vorher Top Kench picken, also ich glaube, der hat noch mehr Probleme gehabt. Gegen Darius. Kann ich auch mit einem Dorans? Nee, ich weiß nicht, ich will jetzt Ion eh nicht angreifen, also gut, dass du einen Dorans hast. Ich will ja eigentlich erstmal die nächsten 45 Minuten farmen, ne? Bis wir im Vollbild sind. Getroffen. Da kriegt noch ein Autoschick, komm. Denn nicht. Dich aber. Oh Leute, ich hab den Medien nicht getroffen. Guter Winkel. Hab ich ihn getroffen? Ja, hab ich, oder? Muss ich auch. Die Magie. Stürmischer Stahl. First Blood, Warwick. Damit hab ich es erst nicht gerechnet. Nur wegen Aftershock, ne? Ja, man kann echt sein, ne? Wenn er den halt irgendwie gefeiert hat oder so. Kann echt sein, dass er durch Aftershock quasi den Kill geholt hat. Obwohl das Ding ist, wie lange hält Aftershock, wie lange hält er 4? Aftershock hält wie lange? 2,5 Sekunden. Wie lange hält er 4 an? Lohnt sich das überhaupt? Weil wenn er 4 so 1,5 Sekunden halt ist, also keine Ahnung, dann lohnt sich das halt null gefühlt, ne? Weil du halt eh einfach die 4 Duration in deine Resistenzen hast. Aber was sagen wir, willst du noch in den Tower reinrennen? Nee, ich hab den Mini nicht bekommen. Hat wieder bekommen. Oh, ich hab's gar nicht gesehen, oder? Eieiei. Ei, ei. Die Kamera ein bisschen weit oben. No, der ist nicht gestorben, der Minion. Ach komm, ey. Also es soll so, ne, ich komme dir nicht helfen, bin Veigar. Ich mache ja nicht so viel sonst, danke. Seine Jungen läuft ja noch oben, da glaube ich auch noch oben. Jetzt farm ich erstmal gechillt. Ja, den komme ich auch mit. Oder wie viel ist oben hart, wa? Hm. Tja. Dann kann ich den Jungen, den Ding so retten. Aber leider hat man die Jungen-Kill bekommen. Wo ganz ehrlich, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass der einen Kill bekommt. Weil ich werde es, glaube ich, die Lane eh nicht unbedingt rein, also ich nicht, reinhinten oder so. Dafür spielt mir meiner Meinung auch eigentlich zu sicher. Und da lieber ich den Kill als irgendwie ein Darius oder so in der Snowbeutel da oben. Aber ich gar keinen Bock. Weil der frisst auch jede Q von mir, ne? Aber der ist in den Tower gesprungen, wäre noch witziger. Nein, der ist gestorben! Ah, ich habe gleich überlebt, das noch mit irgendwie so Mini-HP, habe ich gedacht so. Aua, aua, aua. Na gut. Muss ich nochmal schnell rein hier. Ja, ich komm schon. Ich bin halt noch ein Veigar, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt großartig das gewinnt. Na, flash ich lieber. Damit der hier wegläuft. Nicht unbedingt hinterher.
Weiß ich mal, wann gucke ich hier noch, damit wir die Wave noch rauspushen können. Sonst haben wir kein Mana. Ich bin mal, der tut noch viel irgendwie. Sonst Dunkage. Aber so, wer es kann. So, aber ganz ehrlich, ich finde das gerade nicht so. Ich meine, wir können ja besser farmen können, aber eigentlich. Ich glaube, wir haben ein gutes Deck. Wir haben ihn halt oft getroffen mit den Qs halt links. Ist, ne? So, wir brauchen das hier. Wir brauchen Mana und Leben. Das ist wichtig. Wir wollen nur überleben. Leben und Farm. Mehr wollen wir gar nicht. Okay, das brauchen wir nicht. Meinst du, wie viel bringt mir das hier? 45 AP. Habe ich gerade auch. Ja, nur nicht viel bringen, da er wieder zurückgeht. Ich brauche auf jeden Fall Level 6, bevor ich überhaupt andersweise Killpusher auf den Typen habe. Ich ping mal. Ist er irgendwie Botlane warmed oder so der Typ? Geht ihm gerade Action ab? Ja, der ist Botlane. Ich habe gepinkt, also mehr kann ich auch nicht machen. Ich bin Weiger, ich lebe schön von Lane und Farm, also. Das ist so ein Spiel, mal halt Weiger. Farm auf der Lane und fertig. Und ping, dass der Gegner fehlt. Das war jetzt ja auch nicht so schlau von mir. Aber ist alles gut gegangen. Wir haben überlebt unten. Von daher, mehr will ich gar nicht. Die Magie! Sie ruft nach mir! Na, wieder mit dem Messer. Kommt auf den Tower. Ach komm, das ist die Tower Ranges, ne? Das ist schon irgendwie frech, ey. Schade. Entlarve die Lügen. Gib jetzt auf! Ey, gerade bleibt nicht mehr so viel. Aber wollen wir nicht. Wir wollen farmen. Mit Wake, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, oder? Also, er wird auf jeden Fall sehen, dass du denn läufst, ne? Der muss ein Wort haben. Der macht das schon. Er macht das schon. Da kommt so ein Jungen zu euch gelaufen. Wir haben Drake. Oh Leute, der ist noch streng darauf. Autosuck. Oh, alles rausgeholt. Der Dirk gut für uns, kein Ult mehr für den, ne? Also, nehme ich mit für meine Lane. No, ich habe gedacht, der fliegt noch weiter. Der durchfliegt. No, ah, das mache ich dann gerade. Ich kann nicht lasten. Oh, ja, habe ich noch. Hab nichts gesagt. Hab geplant. So, Ding ist, sobald wir das haben, müssen wir Base. Dann müssen wir halt so schnell wie möglich stacken. Das heißt, eine Wave eigentlich nur noch. Dann hauen wir die eigentlich ab. Komm, scheiß auf, weg hier. Dit. Sieht eigentlich ganz gut aus bisher, das Game für uns, ne? Wenn er sogar 10 Farmer hat. Mein Wort. Da hätte er auf jeden Fall besser lasten können. Das Gewehr, ne? Das ist so ist nicht. Da steht eine Pinkwort, okay. Schneidende Winde. Das Pinkwort werden wir wahrscheinlich nicht, selber nicht wirklich fliegen können. Die wollen Botlane auf jeden Fall ficken. Da sind 4 Manngänge unten. Jawohl, wir sind auch schon drin. Also, der Junge kommt auf jeden Fall nicht zum Dive rechtzeitig an. Aber er wird gleich die Kälte im Feld noch abholen. Jetzt habe ich den anderen Minion getroffen. Ich werde nicht mehr. Bei Jon war er so an der Botlane, weil er wollte nicht. Also, ich nehme jetzt erstmal einen Towerplating, bevor ich den scheiß Pinkbot nehme. Mir egal. Müssen aufpassen, dass Jon gleich nicht von unten mit den Nocturne zusammen. Der ist oben rumgelaufen sogar. Der ist tot.
Ui, Alter, was ist denn los? Ich verreiße meine Kamera mal so krass, ey. Ich sag mal so, mein Junge kommt da, ne? Also. No! Egal, ich kenne ihn, scheißegal, ich muss mal hin. Ob er ist tot, oder? Okay, also ich habe meinen zweiten Kaminen verloren, aber. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll unbedingt. Aber das ultet ja auch noch, okay. Tja. Da konnte ich leider auch nicht mehr richtig helfen. Sorry. Das hat sich der Kaminen doch nicht gelohnt, den zu verlieren. Wenn ich Cajun kann ich wieder töten, ne? Ja. Pushen wir mal schnell rein, der wird jetzt Base gehen. Der könnte mal abhalten oder so. Jo, immerhin. Oh, noch ein Torschuss gefissen. Das macht einen Sinn. Geil, ey. Das reicht ja da nicht mehr, wenn er holt. Ich weiß nicht, verschwenden dafür. Mit ein paar AP wird er, glaube ich, dann überleben, wenn ich da reingehe. Und langsam fällt der Darius auch an Fahrt auf, wie es aussieht. Schon wieder das Opfer? Ja, Torplating, Base gehen. Oh, ein Blut, ja. Der hat auch TP? Ah, der hat auch TP, Leute. Ja, holt mal ab, ne? Ult hast du ja nicht mehr, was willst du denn tun, hä? Ich bin viel zu tanky für dich. Gib mir ein paar Stacks. Dankeschön. Boah, du hast ja halbe HP verloren hast, ne? Ich würde E-Base. Ne, ich tippe auch der wieder hin, also das nicht. So, das Ding ist, wir wollen jetzt eigentlich eher Tanky gehen, ne? Ich weiß noch nicht, was ich genau bauen will, ist das Ding. Erstmal Armor kommen. Wir brauchen auf jeden Fall Armor, das ist wichtig. Und dann kommen wir weiter. Das ist ja einfach off-Tank. Also müssen wir irgendwie was Komisches bauen. Oder hätte ich ihn getroffen, hätte ich ihn getötet. No, es war zu langsam. Ach komm, ey. Was hat man denn eh so langsam rauskommt? Wir fahren hier weiter. Eure Befehle ermüden mich. Wir fahren hier einfach in Ruhe weiter. Was baue ich mir denn jetzt denn? Einfach ein Sawmill? Weil eigentlich, mal seht ihr, haben halt 4 Autotacker, ne? Also ist vielleicht gar nicht so kacke. Einfach ein Sawmill zu bauen. Die Magie, sie ruft nach mir. Stürmischer Stahl. Kein Versteck. Okay, wen habe ich? Ja, wohl, jetzt in mir rum. Offenbare die Seele. Okay. Ja, guter TP, Warwick. Also sag mal so, Warwick, selbst wenn ich jetzt nicht getötet hätte, wäre in dem Moment wäre ich auf jeden Fall tot, bis du ankommst. Also der TP war so oder so kacke. Ja, wohl, den Dreck schaffen wir unten, ich nehme lieber noch eine Tower-Plating. Aber das schaffe ich gerade nicht mehr. Dann gebe ich schon noch aus dem Dreck. Da kriegt mir eigentlich auch nichts mehr. Ich gehe mal Base. Ja, ich glaube, der Wolkott oben hat keinen Spaß mehr, aber es ist halt einfach ein scheiß Matchup, ne? Das heißt, das macht ganz halt safe am Tower spielen und hoffen, dass der Team mehr was reißt. Das andere macht der Wolkott oben eigentlich nicht. Aber ich hoffe nicht, dass er jetzt anfängt, ja, ich hoffe, der wird wieder Top-Band spielen, was safe weiter und fertig. Der macht jetzt nicht irgendwie den Kack oder so, weil er keinen Bock mehr hat zu spielen. Ich denke, ich brauche den Top-Band jetzt auch nicht helfen, weil ich brauche Ult. Sonst töte ich nichts. Das ist halt ein Spiel, der Vault, wie gesagt, der Vault muss das aber aushalten. Das ist halt ein Kack-Matchup. Einfach am Tower stehen und chillen. Fertig. So funktioniert das Matchup halt. Also ich hab mal Cooldown oder so, ne? Ne. Ja, ich hätte halt Cooldown, Zack, also. Ich hätte auch ruhig weiter mal draufhauen können. So ist nicht, ey. Dann flash ich ihn nicht an. Wenn er da noch rumchillt. Also das war schon ein bisschen durchsuspekt, dass er mit 10 HP weiter rumläuft. Jetzt kommt sein Nocturne da unten her.
Einfach einsperren. Wir sind so tanky, wir tanken ihn halt easy weg. Oh, schade. Also ist ja wie tanky wir halt sind, ne? Schon. Der macht ja gar keinen Damage gegen uns. Ich hab Ult ab, also. Wow. Und er läuft gleich weiter. Ja, der hat leider ein Space Shield und so. Er haut ab. Ja, okay, meine Caches waren auch schlecht gesetzt, aber ich glaube, der Wolf wäre so tot, also. Dann hab gesehen. Oh! Hab ich! Ja, ich erst mit ihnen treffen, ey. Was ist los? Was pingst du? Was will er von mir? Was passiert? Warum pingt er mich, der Sekt? Das steht bei sich im Jungle, mein Lane geht aus auf meiner Lane. Was passiert? Was soll der von mir? Hab ich ja was verpasst? Wollt ihr mir einen Blue Buff geben? Ich hab einen Blue Buff. Was ist los? Ich weiß nicht, was er von mir will. Sollen wir Zombie jetzt kaufen? Ich brauche ja nicht Base, ne? Ich will den Blue Buff noch ausnutzen, wir haben so viel Mana gerade. Oder ist der Botlane gelaufen? Wir hätte ich doch pingen können, okay. Ja, das kommt, weil der Sekt mich abgelenkt hat, hab ich gerade nicht gepinkt, ne? Also. Das ist meine Ausrede. Alter, ich kann nicht last hitten, ne? Bin ich kacke, ne? Ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Fehler. My bad. Ich schreibe mal hier my bad, weil ich nicht geschrieben habe. Soll der das Hoch-TP-Tabion? Das ist total. Die TPs von Bion sind auf jeden Fall sehr experimentell. So. Eigentlich können wir auch einen Sohn gehen, der hat ja auch Armor, ne? Und gibt es wenigstens noch AP. Und hilft nur uns so halt, also so ist eh so ein gutes Item auf Weiger, so ist nicht. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen Armor hier stacken. Wo ich denke, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Smolder so für ein Damage macht, so overall. Also macht seine Fähigkeiten Dings-Damage? Magischen Damage? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Und ich, nein, nicht durch Zombie sterben, halt, stopp. Und die dann oben, ey. FF? Warum denn FF? Wer will FF? So, der Wolf geschreibt F. Das Ding ist, wenn er da ist, ist wie groß, dann rennt halt unter mir einfach weg, ne? Alter, da hab ich ihn halt outplayed, ne? Das ist schon krass von mir. Hm. Das ist Farm, sagt meine Lane, okay. Wollte ich jetzt sehen, wie Top Lane weiter, wie es aussieht. Weiß nicht, warum der Sekt jetzt mal den Midlane farmt, muss ich sagen. Also. Ja, ich hab keine Angst vor dem Nocturne, also. Also, so One-on-One-mäßig hab ich gar keine Angst vor überhaupt jemanden, muss ich sagen. Also vom Darius, je nachdem wo ich stehe, weil der Darius könnte mir schon noch hinterher chasen mit groß, weil ich und ich habe keine Ult ab, dann würde ich schon sterben nach und nach. So ist nicht. Aber ansonsten habe ich eher bei meinem Off-Tank-Bild hier keine Angst vor jemandem. Tja. Ich gehe dann einfach mal wieder Richtung Top-Lane. Also das Ding ist halt nur, wenn Darius Ghost anmacht, dann bin ich wahrscheinlich tot. Also welche oben halt stehen, ne? Weil mein Cage, nachdem wie schlecht. Also, oder ich muss den Cage halt so platzieren, dass er da drinnen steht auf jeden Fall. Ich darf ihn nicht so im Sinne von, er ist hier, ich stelle den Cage zwischen uns, dann läuft er außen rum, das funktioniert nicht. Ich muss ihn, wenn da drin einsperren, um abzuhauen. Tag. Der ist halt auch schon. Obwohl, ich meine, der hat nur Leben, ne? Also, aber ich mache halt auch keinen Damage, wie man sieht. Mach ich oben mal in Ruhe farmen kann, reicht mir das. Ich denke, der Wolf kann ja die Jungs steht out 3-0, ne? Also ich glaube nicht, dass er Wolf eine bessere Chance gegen den Jungen hat, so gesehen. Was passiert hier? Hm. Oder Darius ist mit, oder? Oder so, ich bin mal hier. Ist da irgendwie der Darius vielleicht mit, Richtung Mitte rennt? Zum Warwick. Oder er macht ihn doch easy fertig, aber ich glaube, der Darius läuft ja trotzdem hin, ne? Läufst du weg? Also ich bin auf dem Weg hier, ich kann dir helfen. Dann hat er wahrscheinlich so nicht. Ja, der ist tot, ne? Hat er so spät gesehen. Ich meine, ich habe mich auch nur gepinkt, man hat ihn ja in den Midlane reinsehen, aber er hat lieber noch 20 Sekunden den Tower angegriffen. Vor zu realisieren, dass da ein Darius kommt. Naja, ich farm weiter. Jo, ich mache schon zu viel Damage. Ich sterbe schon ganz minus hinten. Es ist immer noch ein Break. Die haben erst angefangen, höher war nicht eben schon am Break dran. Ich habe leider einen Darius um mich herum, so, und das ist das Problem. Weil er keine Ult hat, also. Aber er stirbt leider.
Mann, ey. Warum ich, Alter, ich komme auch. Da hat sich auch kein Schwein versucht, mir zu helfen, weißt du? Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht gerne AD-Carry spiele. Du bist halt stark im Spiel, aber dein Team gibt einen Scheiß auf dich und versucht lieber selber zu fighten und du stirbst halt einfach. Ja, das sag mal so, ne? Der Darius wird der Spieler deren Problem mehr sein, also unser Frontline das Problem, also die mir nicht helfen wollen, der noch dicker wird. Weil die sind ja gestorben. So, wir müssen effizient sein, also porten und weiterfarmen, ne? Wir fighten aber weiter. Die machen einfach Drake. Geil, also nochmal sterbe ich ja nicht für euch, ne? Nur als Tipp. Dieses Mal bin ich der Erste, der wegrennt. Na, ich fahre mal die Botlane. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Witz. Warum denn drehen wir jetzt da weg da oben? Ja. Das muss ich nicht stacken, weil der den angegriffen hat. Oh geil, den Soap. Es geht wohl mit Mitte, kann ich den Top-Lane. Alter. Meine Lasses sind aber auch heute wieder extrem schlecht. Aber mein Gott, ey. Okay, ich kriege alles trotzdem. Ich kaufe mir jetzt einen Stab. Jungen und Jan da unten. Wolke wieder tot. Port me. Ja, wenn du das weitermachst, mach ich das auch. Weil langsam sieht das ein bisschen aus, als wenn er hinten würde oder so. Ich frage mich, ob ich trotzdem genug Damage habe, um die Jenner zu one-shotten, so von der Theorie her. Ja. War einfach so wert. Nehmen wir einzuschwer noch dein Auto, Sir. Ich weiß auch nicht genau, glaube ich. Ich habe irgendwie ein Wort in den Busch. Das pusht schon unter der Bot, denn ich habe da keine Wolke gleich entlaufen. Nein, da renne ich mal nach oben. Das macht halt Darius, Alter, ich finish. Die rennt hier runter, das ist keine Mitte der Energie. Ja, das ist halt auch Leute, ey. Der Darius pusht eh nicht weiter, dann bleibe ich Mitte. Wenn man sowas leider um die fertig ist, würde ich ja sagen, wir können mich nicht diven, ne? Aber so. Ich weiß ja nicht. Machen die. Baron? Schaffen die den? Nee, macht noch die Krabbe da oben oder so. Okay. Ein Verbündeter wurde getötet. Die sterben da unten auch noch, ey. 5 Kills hat der Junge mittlerweile, ey. Das ist nur eine kurze Strecke, aber das ist Team da unten tot. Eieiei. Ei, ei. Ja. Pinkt der, wie sagt mich denn dauerhaft? Was ist denn los mit ihm, Alter? Du sollst jetzt die selber lieber mal zurückziehen, sind alle geht unten da. Vielleicht ein Darius gucken da ein bisschen RIP, ey. Tower ist eh futsch, 10 AP, ey. Obwohl, ja, das sind ewig gar keine Gegner mehr hier, irgendwie, wie es aussieht. Wer ist, wenn nicht da oben fightest? Ich weiß nicht, ob wir genug Damage haben. Er ist aber weg. Was wollt ihr? Wir gehen aber nicht rein. Nein! Lieber so, checken, bevor der den mit in den kriegt. Ja, der ist nicht mehr da, Zack. Ich bin jetzt eigentlich ist der Mittel Tower nur gefallen, weil ich Botlane gerannt bin, weil der Zack mich zur Mitte hin zurückgepinkt hat, ne? So gesehen. Sonst wäre ich nie mehr mit Botlane gerannt. Was helfe ich denn jetzt? Ich bleibe jetzt hier unten, ist mir scheißegal. Vielleicht gehe ich in den Lef wieder rein und sterben. Ich habe Teleport, aber wenn er irgendwo ein Wort ist, irgendwas rechte wegen Symporten. Wir fallen, ne? Ich muss irgendwo importen.
Na wohin, das wäre jetzt nichts. Wäre jetzt eigentlich nicht in den Dalios reinporten, muss ich sagen. Ich port auch nicht hin, ich lasse mich aber sterben. Ich hab halt nichts, ich hab keinen 5 Punkt zu porten. Mein einziger Portpunkt war der Darius ins Gesicht porten. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ist wieder Aram, spielen die hier, glaube ich. Wir spielen jetzt wieder Aram. Ich bin der Schupper, also vielleicht kommt der Flame. Weiger, warum bist du Botlane? Ihr mehr, wo mitten im generischen Jungle ohne Vision fightet, deswegen. Ah, was willst du tun, ey? Das Team, ey. Fightet schon wieder Fights, die sie nicht fighten dürfen. Also, ich glaube, mit der Off-Tank-Variante, glaube ich, auch Damage, ey. Wir müssen das irgendwie carryen können. Das funktioniert sonst nicht. Hier ist aber Rabadon als nächstes. Unser Zombie ist genug Off-Tank. Ja, der Drake wird weg sein. Hallo, ist jemand drin? Der Jungen portet Top-Lane. Das ist natürlich ja doch nicht weg. Guten Tag. Vielleicht wird der Sektor immer von mir. Ich weiß nicht, ob der mich immer pinkt. Das ist eh, mittlerweile ist er schon passiv-aggressiv. Es tiltet mich richtig, dass er mich die ganze Zeit pinkt. Ja, wir haben leider nirgends so Vision. Ich will meinen Arsch hier nicht hinbewegen. Also, Nautilus weiß anscheinend nicht, was ein Wettfingert ist, davon abgesehen. Wir sind halt wieder 4 gegen 5, weil der Volker top ist, also fighten können wir ja trotzdem wieder nicht. Eure Befehle ermüden mich. Mein Gott, ist das wahrscheinlich nicht der Tod dafür jetzt? Der leider hochgeholtet, alles klar. Auch alle hier hochgeholtet, alles klar. Na gut, jetzt sind wir wohl alle tot. Ja, das Spiel ist aber over. Das Spiel ist. Also, ich hab bei den letzten ganzen Games immer gesagt, die sind alle over, aber ganz ehrlich, sie hätte auch schwer. Also, wenn die Games irgendwie komplett scheiße sind, dann können wir es gar nicht mehr, können die es gar nicht mehr verlieren. Das ist das Problem. Naja, aber ey, ganz ehrlich, Off-Tank war gerade für die Lane eigentlich ganz gut funktioniert. Der Jon hat eigentlich echt Durchschnitt, uns überhaupt ansatzweise zu töten. Aber die Sachen machen halt den Schein auch nicht so viel Damage halt, ne? Geh nochmal rein, Sekt. Du wirst bestimmt irgendwas ausrichten können. Oh, du bist danach gestorben. Wer hätte damit gerechnet, wenn du einfach in den Darius reinspringst? Wo lebst du das noch? Oder bist du bist vorher tot. Hast Glück gehabt, ey. Also, wenn die Gegner, wie gesagt, wenn die halt nicht ganz dumm sind, dann gewinnen die das eigentlich jetzt easy, ey. Ja, der Wolf traut halt echt einfach nur rein. Scheiß Matchup Top-Lane bekommen und hat dann keinen Bock mehr gehabt, ey. Was ey, wenn er halt Blind Warwick pickt, was willst du da eigentlich erwarten, ne? Gleich werdet ihr leiden! Können wir bitte Ralf raufgehen? Der ist alleine. Okay, wir gehen aber nicht in den 4 gegen 1 auf den Darius. Cool. Können wir Wölfe nicht mal in Ruhe lassen? Oh, der Splash-Shift durchgegangen, sonst bin ich leider tot. Na gut.
Aber ganz ehrlich, der Darius da hätte eigentlich gerade schon tot sein müssen, so ich verstehe es halt nicht. Da läuft er alleine auf drei Leute zu, die rennen alle weg, ey. Der hätte mir mal töten können, instant. Ich verstehe es nicht, ey. Also ich in der Midlane rennen die irgendwie runter und fighten, da habe ich die Fights nicht fighten sollen, aber in den 4 gegen 1 laufen sie hier nicht rauf. Da warten sie lieber, bis das ganze gegnerische Team dann da ist. Ich weiß nicht, ob er Nocturne dann. Wo der Nocturne gegen mehrere wird gar nicht. Eigentlich hat er Nocturne gar nicht so viel gemacht, oder? Also, letztens war der ja auch schon recht stark im Gegner-Team. Tja. Da machst du nix. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.